Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Bonusvideo. Ich wollte das, was ich jetzt zeige, eigentlich in sowas wie einem Special machen, also irgendwie zu 100 Abonnenten oder so. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es erstens noch viel zu lange wahrscheinlich dauert, bis ich 100 Abonnenten habe, und zweitens ist es nichts wirklich Besonderes, deswegen zeige ich das einfach mal jetzt. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr wahrscheinlich im Titel gesehen habt, wie man halt Sonderzeichen bzw. halt auch Smileys und so weiter in den Minecraft-Chat bekommt. Unter anderem zum Beispiel auch, wie man eine leere Nachricht schreiben kann, was nicht auf jedem Server einfach geht. So. Und zwar braucht ihr dafür entweder einmal den Editor. Das ist das Teil hier von Windows. Da könnt ihr mit bestimmten Tastenkombinationen halt Sachen reinschreiben. Zum Beispiel, also es gibt sogenannte Alt-Codes. Ich verlinke euch in der Beschreibung eine Seite, auf der man alle Alt-Codes sieht, die es gibt. Und zwar, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält und dann irgendeine Zahl eingibt, zum Beispiel 1,6 ist das Play-Zeichen, was zum Beispiel Play-Yokai, also Yokai in seinem Namen hat. In seinem YouTube-Namen, oder zum Beispiel 25 ist das, was ich in der Kanalbeschreibung immer habe, damit die Leute das aufklappen, oder halt sowas ähnliches, zum Beispiel Alt-1 ist ein Smiley, sieht ein bisschen missgeboren aus, aber es ist ein Smiley. Und ja, so kann man das halt machen, entweder mit den Alt-Codes oder, was ich dann später erst entdeckt habe, kann man, Moment, ich schließe das eben, wenn man die Windows-Taste und R drückt, dann kommt hier so ein kleines Fenster, das heißt Ausführen. Das kennt ihr wahrscheinlich durch irgendwelche Minecraft-Tutorials, die euch zeigen, wie man im Punkt Minecraft-Ordner irgendwas macht. Und man kann ja durch Ausführen jetzt mit %appdata% in den Minecraft-Ordner reinkommen, also in Punkt Minecraft. Allerdings, was wir jetzt angucken wollen, ist Charmap erstmal. Und zwar, wenn man das hier öffnet, bekommt man hier so eine schöne Zeichentabelle. Das Fenster kann man leider nicht größer machen, deswegen lasse ich es jetzt so. Hier kann man eine Schriftart auswählen, dann kann man jedes Zeichen der Schriftart angucken. Da Arial die meisten Schriftzeichen hat, von denen, die ich jetzt habe, von den Schriftarten, und Arial halt überall verwendet wird, gucke ich hier einfach durch. Und ihr könnt hier einfach runterscrollen und euch jedes Zeichen angucken, was es hier gibt. Es gibt auch ziemlich interessante Zeichen, wie das hier zum Beispiel. Arabischer Anfang von irgendwas da. Könnt ihr auswählen, kopieren und dann habt ihr das gespeichert. Das ist das gleiche, wie wenn ihr das jetzt auswählen würdet und STRG C drücken würdet. Dann könnt ihr in Minecraft reingehen. Könnt auf irgendeinen Server gehen. Welchen nehme ich jetzt? Ich bin jetzt in der 1.7, das heißt, ich kann nicht auf Project Ares gehen, leider. Nehmen wir Mineplex. Es geht übrigens nicht auf jedem Server, dass man Sonderzeichen schreiben kann. Ich habe letztens erst bei Zytuxian, glaube ich, funktioniert das nicht. Bei allen anderen hat es bis jetzt funktioniert. So, jetzt können wir hier einfach STRG-V machen. Und dann, wir haben dieses Zeichen da unten. Drücken Enter. Und es wird nicht angezeigt von Minecraft. Es gibt halt ziemlich viele Zeichen, die von Minecraft nicht angezeigt werden. Minecraft hat ja eine eigene, wie heißt das? Einen eigenen Zeichensatz, und dann kann hier einfach weitergehen, kann irgendwelche komischen Buchstaben hier suchen, hier zum Beispiel auch den Smiley, der geht zum Beispiel, das hier wollte ich wegmachen, so, Smiley kopieren, hier einfügen, okay, wurde nicht kopiert, nochmal, Smiley, auswählen, kopieren, jetzt, da, oh, okay, auf Mineplex funktioniert anscheinend kein Zeichen, aber ich weiß zum Beispiel, dass auch Timolia funktioniert mit den Smileys und so, so schreibt ihr übrigens leere Nachrichten, aber die eigentliche Methode, um eine leere Nachricht zu schreiben, ist das Zeichen mit der Nummer 225. Das müsste hier irgendwo sein. Irgendwas ist ein Leerzeichen, wird es schon sein. Also wie ihr seht, sind hier ziemlich viele leere Sachen. Hier der Zwischenraum zum Beispiel. Könnt ihr hier einfach wegnehmen, auswählen, kopieren, könnt ihr hinschreiben. Das wird dann so angezeigt hier im Chat. Allerdings, wenn ihr Enter drückt, kommt dann eine leere Nachricht. Und das ist halt der ganze Zauber dahinter. Wenn man das im Editor machen will, Moment, ich zeig mal kurz im Editor, so. Wenn ihr das im Editor machen wollt, könnt ihr einfach Alt gedrückt halten und dann 255 eingeben. Das ist dann dieses Leerzeichen hier. Könnt ihr kopieren, hier einfügen. Dann habt ihr auch wieder eine leere Nachricht. Das funktioniert auch auf anderen Servern, kann ich mal kurz zeigen.
Okay, es ist fast kein Server auf der 1.7 noch, deswegen war das jetzt ziemlich dumm, dass ich in der 1.7 hier reingegangen bin. Hier zum Beispiel dieses Leerzeichen, da wieder. Man sieht, das ist leer. Ich guck mal kurz, ob das mit dem komischen Zeichen hier drüben funktioniert. Kopieren. Das davor wollte ich nicht. Ah, guck. Auf diesem Server funktioniert dieses Zeichen. Also, man sieht auf jeden Fall, dass es auf verschiedenen Servern halt verschieden ist. Auf Zitoxien, wenn ich jetzt da drauf kommen würde, ich habe ja, wie gesagt, nur die 1.7. Auf Zitoxien würde dann dastehen, von wegen, es werden keine Sonderzeichen unterstützt oder so. Aber ja, ihr könnt euch selbst mal die Liste angucken. Ich habe ja euch gezeigt, wie man das macht. Hier ist übrigens das Zeichen von PlayYokai. Hier kann man auch, hier gibt's auch diese ganzen Zeichen, mit denen man diese Schriftzeichen-Memes macht, falls ihr die kennt, wie zum Beispiel damals dieser eine Panzer, der gegen Google Plus überall verteilt wurde. Irgendwie von wegen teilt diesen Panzer unter jedem Video und wir besiegen Google Plus. Von wegen, Google Plus ist immer noch da und verseucht die Menschheit. Ja, auf jeden Fall haben wir hier das hier, die Char Map, die Zeichentabelle. Und so funktioniert das halt in Minecraft. Außerdem noch eine Sache. Dafür muss ich jetzt mal kurz auf den Desktop. Ich hoffe, ich schneide das richtig. So. Und zwar, habe jetzt wahrscheinlich nur hier an diese Ecke hier rangezoomt, möchte ich euch zeigen, dass man mit genau diesem Trick auch noch einen leeren Ordner erzeugen kann. Und zwar, wenn ihr einen Ordner mit einem Leerzeichen, mit einem normalen Leerzeichen benennt, und dann halt das umbenennen so umbenennen wollt, dann steht da wieder neuer Ordner. Das heißt, ihr könnt eigentlich kein Leerzeichen machen. Wenn ihr allerdings jetzt Alt 255 macht oder halt aus der Char Map ein Leerzeichen kopiert, dann das so nimmt. Okay, es gibt schon einen Ordner auf meinem Desktop, der unsichtbar ist. Das ist jetzt etwas scheiße. Moment, ich benenne den da oben mal um, damit ihr das seht. Ich kann ihn nicht umbenennen, weil ich dieses Zeichen nicht treffe. Verdammt. Ich nenne ihn M. So. Hä? Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da der Ordner. Ja gut, Minecraft ist gestartet. Erstmal Minecraft schließen. Mein Gott. So jetzt um. Ah, genau, perfekt. So, also, ihr benennt das um zu Alt 255. So, dann habt ihr das Zeichen, drückt da drauf und jetzt habt ihr keinen Namen bei diesem Ordner. Dann könnt ihr auf Eigenschaften gehen, anpassen. Hier unten bei Ordnersymbole anderes Symbol auswählen und hier einfach so lange scrollen, bis ihr ein leeres Zeichen habt. Okay. So. Und dann habt ihr so einen Ordner, der nur noch aus so einem grauen Kasten hier besteht, wie ihr seht. Wenn ihr dann das richtige Hintergrundbild habt, was zum Beispiel irgendwie grau ist oder so, oder wenn ihr das auf die richtige Größe einstellt, dann sieht man es nicht, wenn man es zum Beispiel kleiner macht. Da, man sieht es gar nicht mehr. Also, falls ihr nicht wisst, wie man den Bildschirm skaliert, ihr haltet einfach Steuerung gedrückt. Und könnt dann mit dem Mausrad, wenn ihr das nach unten dreht, wird's kleiner. Wenn ihr es nach oben dreht, wird's größer. Und ja. Dann haben wir halt das hier. Wenn man es jetzt kleiner macht, dann würde man gar nichts mehr sehen, sondern nur, wenn man mit der Maus drüber geht. So, jetzt habe ich sogar schon zwei Tricks gesagt. Okay, gut. Das war's dann auch mit diesem Part. Ich lösche den Ordner wieder, damit ich den da oben umbenennen kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das war jetzt mein Video für den Dienstag. Übrigens, Agrarian Skies kommt nicht, weil Yokai im Krankenhaus ist. Und zwar schon ziemlich lange, wie ihr gemerkt habt, wenn ihr bei ihm mal vorbeigeguckt habt. Seit 2 Wochen oder so kämpft er da irgendwie mit ein paar Problemen, sage ich es mal so. Wird aber wahrscheinlich wieder gesund. Also bis dahin und tschüss.